Besser wäre es natürlich gewesen, wenn ich das gemacht hätte, wenn ich sowieso gerade. Danger steht auf dem Kopf. Wenn ich sowieso gerade keine Munition mehr drin habe. Ich scheine in einer Sackgasse zu stecken. Das über mir sieht nach einem Lüftungssystem aus. Richtig. Durch das manuelle Abschalten der Fabrik sind alle Druckventile eingerastet. Sie müssen das Ding irgendwie gewaltsam öffnen. Aber gesagt. Ja, setzen die Chinesen ein, um Düsen an Objekten zu machen. Wie genau? Ach so. Standort verraten hat. Der Verarbeitungszyklus läuft. Und Sie stecken mittendrin. Es endet hier, Clark. Nein, das muss es nicht, Teigmann. Doch, das muss es. Leben Sie wohl, Clark.
Shelley, können Sie die Dinger nicht abschalten? Nein, Tideman hat mich aus dem System gelöscht. Und jetzt funktionieren meine Codes nicht mehr. Machst du Witze? Oh, Scheiße, da kommt was. Josh, helfen Sie mir mit der Tür. Ich will, dass Sie ihn sehen. Sie müssen die Schritte einhalten. Was? Nein, halten Sie die Klappe und helfen Sie mir. Verdammt! Wir müssen diese Startstation benutzen, diese Datenstation. Ich erinnere mich daran, dass ich diesen Part damals gehasst habe. Da haben wir es ja wieder drin. Da hinten. Ich hoffe, dass das jetzt macht. Ich ehrlich gesagt ein bisschen nervös. Sieht nämlich aus wie ein riesiges, abgefucktes Ding. Ich habe wieder Munition gekostet, aber das war es wert. Ich bin so ein bisschen an die Leviathan. Ich möchte jetzt so ein wenig mit dieser Verarbeitungsanlage nochmal fertig sein, oder?
Alles okay bei Ihnen? Hilft es nicht? Schritt 3, Ellie! Josh, durch die Tür! Los! Aufhalten, ich bin nah dran! Ich habe übrigens den Anzug zusammengeschlagen. Am nächsten Shop gibt es ein Upgrade. Austritt Schwerelosigkeit. Ein Glück, dass Sie noch in einem Stück sind. Alles okay? Ja. Es sind 4 Schritte. Aber nicht wegen ihm hier. 1, 2, 3, 4. Schritt 4. Sie wird warten. Jesus, Dross. Alles okay? Es wird schlimmer. Was ist Schritt 4? Wer wird warten? Nach den Schrauben. Nach der Nadel. Wird sie warten. Er wird es nicht schaffen. Wir müssen weiter. Oben gibt es eine Güterbahn, die gleichen Gleise benutzt wie die Pendlerbahn. Sie bringt uns zum Regierungssektor. Einer von uns muss sie vom Führerhaus aus steuern. Starrend. Fragt. Ich kenne die. Bleiben Sie hier und versuchen Sie, ihn auf die Beine zu bringen. Nach der Nadel wird sie warten. Wusste, du hast ja irgendwo noch was fehlt. Nehme ich lieber einen Zweier, heil den mit als einen Einser. Tja, gute Medikamente, das hat sich nicht mal. Bedauerlicherweise kein Schock. Ich lasse ihn jetzt einfach aufhören, ich habe gar nicht weiter. Okay, jetzt kommt noch ein weiteres Spiel. Das hat schon gut, aber tatsächlich noch relativ lange gedauert. Kapitel 9.
Hallo. Warte mal hier. Da stellt man sich ja eine Sache ein und die machen das einfach ganz gut. Das ist schon echt, oder? Ganz ehrlich, das mag jetzt potenziell eventuell natürlich auch an meiner Müdigkeit liegen, aber das, was wir da gerade gehört haben, entsprach doch nicht mal ansatzweise dem, was da in den Untertiteln stand, oder? Ich habe eben noch gesagt, dass ich eine schöne Stelle auf einer Aufbringung kann. Und in dem Moment springt auch schon einer raus. Ja. Reaktionszeit sinkt ein bisschen hart. Aber beeilt euch, sie schließen von hinten auf! Wir versuchen, beide nach unten!